ja auch schon voll hier über. Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu diesem neuen Video. Was geht bei euch? Habt ihr auch die Glocke aktiviert? Falls nicht, solltet ihr es jetzt tun, um meine ganzen Pranks nicht zu verpassen, weil es wird euch in den nächsten Monaten fucking viel erwarten. Silvester-Video Teil 2 ist in den Startlöchern, Freunde. Deshalb klickt doch einfach mal, dass ihr nichts mehr verpasst. Aber Freunde, wir kommen jetzt mal zum Wesentlichen. Und zwar seht ihr, also ich habe hier einen kleinen, oder eher gesagt einen großen Freund. Ich weiß. Und zwar sind Vivian und ich heute 3 Jahre lang zusammen. Und was macht man natürlich als süßer Freund? Man schenkt der Freundin eine süße Überraschung. Ich meine, ist er nicht süß? So ein kleiner Kuschelbär, der nur ein bisschen Haarverlust hat. Aber egal, es ist ein total süßes Jahrestagsgeschenk, oder? Ich meine, guck mal, hier steht I love you forever. Ich könnte jetzt sowas machen wie ein Good Prank. Natürlich mache ich kein Good Prank. Ich stehe eher so auf Bad Pranks. Ich habe mir nämlich einen Teddybär bestellt, der in Lebensgröße bei mir ankommen sollte. Aber er ist irgendwie nur 1,60 oder so. Ich habe eigentlich 1,80 bestellt. Aber trotzdem nochmal kurz bei Erklärung. Ich werde mich da reinsetzen und sie erschrecken. Sie wird wahrscheinlich denken, oh, ich schenke ihr einen Teddybär. Aber dass ich da drin sitze, wird sie nicht denken. Und das ist das Geile daran. Wow. Kumpel, bist du dabei? Okay, du wolltest nicht mit mir reden? Dann schließe ich dich jetzt auf. Auf jeden Fall kommt der Spruch so von wegen, ja, nicht mal mehr am Jahrestag lässt du mich in Ruhe. Natürlich lasse ich dich da nicht in Ruhe. Mir fällt gerade auf, wie schlimm es eigentlich ist, mit mir zusammen zu sein oder befreundet zu sein. Wenn man einfach nicht sicher ist vor solchen Pranks. Na egal, schlitzen wir den Teddybär auf. Diesen Freund hat sie übrigens auch schon von mir geschenkt bekommen. Du kriegst auf jeden Fall jetzt einen neuen Freund, der 10-mal größer ist wie du und eventuell danach kaputt ist. Vielleicht kriegst du doch keinen neuen Freund. Es tut mir leid, Bruder. Aber du fusselst auch sehr. Das fuckt mich ein bisschen ab. Wenn man nicht einmal umarmt, ist man sofort weiß. Warum? Naja, gut. Ich habe leider nur ein Messer und eine Schere hier. Und eine Zange. Oh mein Gott, ey. Oh nein. Du willst dich echt ärgern, weißt du, weil das ist ja schon ein cooles Geschenk. Und ich zerschneide ihn halt jetzt einfach. Was ist das? Das sind einfach nur so Reste von irgendwas. Und das muss jetzt alles raus. Das wird so eine Sauerei. Wie kriege ich die Scheiße jetzt raus? Guck. Voll ekelhaft. Boah, das ist mir einfach viel zu anstrengend. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Eka! Das ist übrigens die Mitbewohnerin von meiner Freundin. Ich habe sogar die Mitbewohner auf meiner Seite. Yeah. Was war das? Ja! Oh mein Gott! Let it snow, let it snow and snow. Oh mein Gott, Leute, gebt euch das! Jo, er ist fast leblos, würde ich sagen. Das ganze Zimmer sieht aus, das muss jetzt erstmal aufgeräumt werden. Und dann, würde ich sagen, kann der Prank beginnen. So, der erste Test folgt jetzt. Ich guck, ob ich reinkomme. Ja, ich bin ein Teddybär. Das macht schon so Spaß. Das sieht aber schon mal gut aus vorne. Warte, ich bitte. Wow. Sieht gut aus, oder? Total. Ich fühle mich sterbe bitte. Aber was ist, wenn ich jetzt so bin? So? Beine zusammen. Ich krieg keine Luft hier drin, Alter. Ich sterbe. Oh. Irgendwie bin ich jetzt ganz skeptisch der ganzen Sache überhin, weil ich glaube, sie weiß sofort, dass ich drin bin. Warum auch immer. Vielleicht, weil es scheiße aussieht, mir Amazon einfach mal einen größeren Teddybär liefern hätten sollen. Wir müssen uns auf jeden Fall jetzt hart beeilen, weil sie könnte einfach jede Minute reinkommen. Und wenn wir dann hier so sitzen, dann wäre alles für den Arsch. Ich muss hier raus. Oh nein! So, wir sind fertig. Ihr seht schon, ich habe einen anderen Pulli an, weil es einfach nichts mehr zu verwenden war von den Klamotten. Ich habe ihr gesagt, ich muss jetzt mit meiner Familie schnell weg, weil wir so Familienessen haben, bla bla bla. Und deshalb lasse sie ihr Jahrestaggeschenk jetzt hier. Oh, der ist jetzt nass hier. Nee, echt? Wo? Was, sie war nicht? Ja, ich bin da drin. Was für Scheiße. So. Oh, wir machen das jetzt so gut. Ach so, du gibst mir schon mal. Jetzt schon mal richtig und kriegst jetzt so einen Schleifer.
Du bist doch locker in diesem Bär drinne. Ich seh's atmen. Oh Gott, voll knuffelig. Wieso sind da so offensichtlich Kameras? Ja, ich seh, dass du in dem Bär drinne bist. Ich bin da locker. Siehst du mich? Nein! Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Hallo! Ich bin dein Jahrestagsgeschenk. Wow! Ein gefusselter Bär. Hallo! Hallo! Na? Weißt du nicht, was soll ich jetzt mit diesem riesen Bär tun? Kuscheln! Was denn? Von dem Mund. Weißt du auch, wer hinter diesem Jahrestagsgeschenk ist? Nein. Bin hier. Alter. Er hat sogar keine Luft mehr drin bekommen. Ich dachte, wann kommst du endlich zu mir? Sie sind auf jeden Fall begeistert. Ich sehe nur Dreck. Also ich wusste zwar, dass du da drunter bist, aber als du dich so bewegt hast, habe ich mich so erschreckt, dass ich einfach gegen den Spiegel gerannt bin. Was? Hab ich da so nicht festgehalten. Ich wusste, dass du das bist, aber ich habe mich so erschreckt, als du das so gemacht hast. Was ist das für eine Füllung? Nee. Stopfen wir das dann wieder da rein, oder was? Ja. Kannst du dann wieder reinstopfen? Das sind die ganzen nassen Handtücher. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Die waren direkt in meinem Gesicht. Puh. Ich dachte echt, ich sterbe bei diesem Prank. Das war ein Prank mit Lebensgefahr. Steht auf jeden Fall jetzt im Titel. Hast du dich gefreut, als du den Teddy Bear gesehen hast? Nee, ich hatte mehr Angst, wenn ich ehrlich bin. Nee, das ist alles dreckig. Jetzt komm ich mit nochmal frisch beziehen. Ja, freust du dich? Ja, du bist süß. Teddybär ist trotzdem kaputt. Das war's mit diesem Video. War mal ein etwas kürzeres Video, aber mal ein anderes Video. Ich dachte, ich probiere es mal auf diese Weise. Es ist ja alles real hier, deshalb wird das genau so hochgeladen. Deine Mitbewohner sind übrigens auf meiner Seite. Alle sind auf meiner Seite. Was ist los? Ich stecke über Kind. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Also. Beim neuen Prank, oder? Von mir an dich. Nein. Hashtag Ansage. Hashtag passiert nichts. Ciao.